Fettarm, fettreich. Was ist besser an Milchprodukten oder Eiweißquellen? Sollen die lieber fettreich sein? Sollen die lieber fettarm sein? Echter Patientenfall, Rose Fröhlich. Ich bin Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Und ihr Lieben, was sagt ihr, was ist besser zum Gewicht abnehmen? Fettreich oder fettarm? Ja? Also, was würdet ihr sagen, ist besser? Also, gucken wir mal rein. Wenn man Milchprodukte nimmt, viele kennen das ja mit den Shakes zum Beispiel, wenn wir Eiweißquellen nutzen, dann ist immer bei Milch die Frage, wie darf der Fettgehalt von Milchprodukten sein? Oder wie darf der Fettgehalt zum Beispiel von Frischkäse sein? Oder wie ist das bei Käse? Alle Milchprodukte können einen höheren Fettanteil haben. Es gibt neue Studien dazu, in denen man festgestellt hat, dass die höhere Fettstufe an der Stelle, also Käse ab 45%, da steht ja häufig drauf in Trockenmasse. Diese Trockenmasse können wir nicht essen, weil der Käse ist ja feucht. Könnt ihr euch immer merken, er wird ja irgendwann schimmeln. Das heißt, er enthält Wasser, hat also eine Feuchtigkeit und das ist immer der absolute Fettgehalt. Das heißt, bei Käse, wenn ich 45% oder höhere Fettstufe kaufe, esse ich in Wirklichkeit nur die Hälfte. Das heißt, 45% Trockenmasse, F, also Fett-I.T.R. ist die Abkürzung immer auf dem Käse, dann esst ihr in Wirklichkeit nur die Hälfte, also 22,5%. Esst ihr einen 60%igen Kammwert, also Fett in Trockenmasse, den ihr kauft, dann esst ihr in Wirklichkeit nur 30%. Das heißt, ihr könnt ganz einfach die Fett in Trockenmasse durch 2 teilen, dann wisst ihr, wie euer Fettgehalt ist, den ihr wirklich esst. Dann ist es so, wenn ich sowas wie Frischkäse habe, was man ja auf Brot oder Knäckebrot oder auf Graubrot, ne, ist egal, was ihr da habt, Mehrkorn, Vollkorn, Eiweißbrot. Bei Frischkäse ist es so, dass ihr auch Doppelrahmstufe einfach durch 2 teilen könnt. Es ist so, dass für Frischkäse der Wasseranteil unterschiedlich ist, geht auf Faktoren. Wenn ihr das genau wissen wollt, könnt ihr einfach die Faktoren nehmen, da müsst ihr ein bisschen Suchmaschine anschmeißen. Aber in der Regel ist es so, und das hat die Studie gezeigt, dass eben, wenn wir eine höhere Fettstufe in den Milch- und Milchprodukten haben, also Quark, Joghurt, Frischkäse, Käse an sich, Hüttenkäse, ne, ist dieser körnige Frischkäse, dann könnt ihr die höhere Fettstufe verändert eben nicht den Blutzuckerspiegel. Das heißt, wir haben zwar Fett in Form von Kalorien, das ist auch bedingt richtig, aber wir sehen immer wieder, wenn die Leute eine höhere Fettstufe essen, ihr Lieblingskäse essen und den häufiger einbauen, dann geht zum Beispiel mit Käse oder mit Joghurt oder mit Quark, ne, oder auch mal das Glas Milch, oder wenn hier Joghurt drin wäre, wenn hier Quark drin wäre, oder wenn ihr aus Quark und Joghurt Shakes selber macht, dann habt ihr griechischer Joghurt immer eine höhere Eiweißlast. Und die höhere Eiweißlast ist immer ganz wichtig dafür da, Körper, also Muskelzellen aufzubauen und das Körperfett wieder abzubauen. Deswegen, ne, Studie schon 2-3 Jahre alt, könnt ihr die Milchprodukte tatsächlich in einer höheren Fettstufe nutzen. Viele freuen sich darüber, weil sie richtig Appetit drauf haben und sagen, jupp, ne, ein paar Käsewürfel für zwischendurch ist so meins. Das heißt, probiert es einfach aus. Es funktioniert total klasse. Und wenn ihr mit dem Abnehmen nicht so richtig vorwärts kommt, immer gucken, Eiweißquelle anheben. Und zwar dann in jeder Mahlzeit. Und für zwischendurch kann ich eine Eiweißquelle ja auch nutzen. Zum Beispiel, wenn ich keinen Blutzuckeranstieg haben will, kann ich ja Kräuterquark nehmen. Nehme den zum Beispiel dann einfach mit ein bisschen Gemüse dazu und stippe das ein. Oder ihr könnt Käsewürfel für zwischendurch nutzen. Na, wenn ich das ein bisschen klein schneide, den Käse, und mir hinlege, dann kann ich zum Beispiel auch, wenn ich am Computer arbeite, nebenbei ein paar Käsewürfel essen. Solange ihr das mögt. Also, wer Eiweißquellen mag, gerne einbauen. Höhere Fettstufe, kein Problem. Und in diesem Sinne könnt ihr, ne, müsst nicht mehr super fettarm unterwegs sein, sondern ihr könnt tatsächlich auch eine höhere Fettstufe nutzen. Das heißt, die Antwort ist, das geht auch. Wer das gerne mag, völlig okay. Was fettarm ist, ist immer eiweißreicher, ja, prozentual gesehen sowieso. Aber ihr könnt beides sozusagen nutzen. Schaut einfach, was zu euch passt. Liebe Grüße und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag.